Zerrendengel. Can you help me say Zerrendengel? Trois jours que je suis de retour. Je suis revenu à Djibouti pour des raisons professionnelles et non pour m'inviter à la table de la nostalgie ou rouvrir des vieilles blessures. Djibril und Jamal, einer der beiden Brüder Djibril, lebt seit Jahren in Kanada und arbeitet als Angestellter einer Sicherheitsfirma, in deren Auftrag er nun in sein Herkunftsland Djibouti zurückkehrt. Frankreich, die USA und Saudi-Arabien, Dubai machen einander ein Stück Erde an der Tor der Tränen genannten Meerenge streitig. Ich habe nur noch ein paar Tage, um meinen Fall noch vor dem Wochenende abzuschließen. Und das beginnt mit dem Donnerstag. Seit die Regierung vor 15, 20 Jahren den Kalender geändert hat, um den regionalen Mächten kundzutun, wie eilig sie es hat, zu Allahs Lager zu stoßen. Das eben erst entkolonisierte Land verließ damit den westlichen Bannkreis. Die so alt ist wie die Welt. Müssen wir Rechenschaft ablegen für die Verbrechen unserer Väter, die Verbrechen unserer Brüder und unserer Kinder? Das Drama ist doch, dass wir uns in einer fortlaufenden Linie befinden. Man kann da nicht rauskommen, ohne sie zu unterbrechen und verschwinden. Und mit diesem Entschluss, den ich für mich gefasst habe, dem Imam aus dem 17., dem muss man das Handwerk legen, ehe es zu spät ist. Wie sind Sie darauf gekommen, den Holocaust, die Vernichtung, den Völkermord an den Juden Europas in Verbindung zu setzen mit dem Fanatismus der Dschihadisten in der Banlieue von Paris? Also ich habe etwa in den 80er Jahren begonnen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und habe sehr viel dazu gelesen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles dazu gelesen, was man zu der Thematik lesen kann. Zum Faschismus, zur Shoah, zu all diesen Fragen. Und ich habe mich dann in den 90er Jahren, kam bei mir die Frage auf, ist eigentlich der Faschismus von der Erde verschwunden? Gibt es den noch oder ist er verschwunden wie die Dinosaurier vor 250 Millionen Jahren? Von denen man weiß, dass ein Meteor sie getötet hat und damit waren sie weg von der Erde. Aber ist heutzutage der Faschismus wirklich von der Erde verschwunden? Ils savent que la faucheuse rôde. Qu'elle s'en prend d'abord à ceux qui ont cessé de rêver. Mais eux? Sie gewöhnen sich ebenso an die neuen Umstände wie an die Abfallberge und an die notdürftig aus Dreck und Spucke gebauten Hütten mit ihren Parabolantennen, die wie riesige Ohren in den Himmel ragen. Sie sind da und träumen.
Vergangenheit gibt es zumindest bis zu den Tagen, an denen sie nach Luanda kam, mehr Spekulationen als Gewissheit. Manchmal glaube ich, sie hat sich selbst erfunden als Teil eines künstlerischen Gesamtkonzepts. A solita silhueta de Vivaldi, que anda, caminhava muito direita, de rosto erguido, as belas mãos de dedos longuíssimos e finos. Anschließend hat die Bevölkerung aufgefordert, die Soldaten zu essen, was die Leute mit Genuss taten. Die Soldaten, die nicht gegessen wurden, schmolzen in der Sonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich berechnete den zweiten, den dritten, den vierten Blitz. Das Unwetter stürmte auf uns zu. Noch bevor der fünfte Blitz den Himmel aufriss, wusste ich bereits, wo er einschlagen würde. Und gilt heute als ein ganz, ganz großer Meister der arabischen Literatur, der sich inspirieren lässt von Damaschek. Das ist eine Sprache, die die Grundlage seiner Syntax gibt. Eine Syntax, die sich bis in die Übersetzung ins Deutsche hineinspiegelt, die etwas ganz Besonderes ist, an die man so vielleicht nicht erwartet hätte, die etwas Märchenhaftes, Legendäres hat. Also dennoch, das ist der zweite Aspekt dieses Werkes, sehr, sehr, sehr moderne, zeitgenössische, drängende zeitgenössische Themen auf. Das sind Themen, die gerade in diesem Jahr 2011 im arabischen Frühling aktueller nicht sein können. 2002 erschien ihr bisher bedeutendster Roman auf Deutsch, Meine Schwester Sarah. Darin erzählt die Autorin ein authentisches jüdisches Schicksal. Sarah Lehmann, Auschwitz entronnen, kam 1948 zusammen mit anderen Waisenkindern aus Deutschland nach Südafrika und wurde von der apartheidtreuen Burenfamilie Leroux herzlich aufgenommen. Doch dann entzog ihr der autoritäre Vater plötzlich seine Zuneigung. Das kleine Mädchen reagierte fassungslos. I was working for the president in Zimbabwe and he's now in prison for one year. Because he used the president's toilet, and this is not the toilet in the apartment where he stays. This is a toilet on the grounds, on the gardens. But because he used the president's toilet, he has defamed the person of the president, and yet, since he's famous, yeah. We tend to laugh, but it's serious because it's all over. Over 50% of all cases. Ich fand es zwar so. Ich meine, diese ganze so Pressfreiheit ist nicht nur Frage des Afrikas. Also für mich ist ein System. Es gibt Länder wie Iran, Länder wie China oder neulich auch in Russland. Da gibt es auch keine Pressfreiheit. Herr Baumgart, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Oder Sie sehen es fast jeden Tag, Al Jazeera, der große Sender aus Katar, ist viel mehr als so eine Medienanstalt. Al Jazeera ist in gewisser Weise auch Akteur der Revolution. Man hat es ganz besonders deutlich gesehen in Ägypten, wo der Sender insbesondere den Revolutionären seine Stimme gegeben hat, seine Stimme geliehen hat. Auf der anderen Seite dann in der arabischen Welt konnte man sehen, nicht nur bei Al Jazeera, bei vielen anderen Medien auch, dass eben da die Sympathien ganz klar auf Seiten der Revolutionäre waren und die Medien haben beigetragen zu dieser Revolution. Also was bedeutet das eigentlich für das Verständnis von Journalismus in der arabischen Welt? 80% of young Arabs are connected to the internet, and 60% approximately are in social networks. Things have changed for this generation of young Arabs who grew up with a technology, with a digital environment, in which first you could, with a simple click, you can delete something. That's very important. Enlarge, broaden. Okay, you're one, but you duplicate yourself. And you know that you can do that fairly fast. You know, through a social network, you become a mass. You become a power. Arabs have a very, very special relation to time. You know, it's not the same relation that you have. Certainly not in Germany. And this is why I was very careful this morning to be here on time.
Die öffentliche Meinung existiert nicht. Der arabische Bürger als Machtfaktor, als Souverän, den gab es nicht. Mit dem arabischen Erwachen, dem Zuge des sogenannten arabischen Frühling in das Film, ist es eigentlich völlig egal, welche Eliten im arabischen Staaten, also im postrevolutionären Staaten regieren, wenn jeder Herrscher, ob das ist der neue Herrscher in Tunesien, ob der Militärrat in Ägypten, ob die Wahhabiten in Saudi-Arabien, ein großes Wert darauf legen, dass sie wirklich die Sorgen und die Stimme der Bürger wahrnehmen und ernst nehmen.